Schlusswort der Kollege Pohl von den Freien Wählern. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Präsident, Herr Ministerpräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Präsidentin Stamm, auch von unserer Fraktion aus herzlichen Glückwunsch für beeindruckende 40 Jahre hier in diesem Parlament. 40 Jahre, da denkt man normalerweise nur an fernöstliche Diktatoren. Sie aber, Frau Stamm, haben 40 Jahre Parlament getragen von einer großen Mehrheit der Bevölkerung. Nun hinter sich, da kann man nur den Hut ziehen und seinen Respekt zollen. Die Arbeit und die Politik der Staatsregierung der letzten Jahre haben sich als erfolgreich erwiesen. Wir sind genau dort gelandet, wo wir hin wollten, nämlich bei mehr Wettbewerbsföderalismus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, an dieser Stelle wäre Beifall im Protokoll gestanden. Ich zitiere die Rede vom Ministerpräsident Edmund Stoiber vom 26. Juni 2001 und Geschichte wiederholt sich. Wie gesagt, der zweite Beifall, der wird in diesem Protokoll leider fehlen. Im Übrigen hat damals die SPD-Fraktion die ebenfalls von der Bayerischen Staatsregierung im Jahre 1997 auf den Weg gebrachte Klage gegen den Länderfinanzausgleich gemeinsam mit Hessen, damals war Baden-Württemberg noch im Boot, als Irrweg bekämpft. Und der einzige Unterschied, Herr Ministerpräsident, die damalige Staatsregierung hat die Klage durchgezogen und zum großen Teil gewonnen. Sie werden die Klage leider zurückziehen. Und jetzt komme ich zu der Bewertung des Ergebnisses, was Sie geliefert haben. Ja, Sie haben mich zitiert, indem Sie gesagt haben, 1 Milliarde wäre eine ordentliche Sache. Damit haben Sie nicht die Kommunalmilliarde gemeint, die ebenfalls eine wichtige und ordentliche Sache wäre, aber Sie haben eine kleine Differenzierung übersehen. Ich sprach nicht von der künftigen Regelung der Bund-Länder-Beziehungen, sondern ich habe gesprochen vom Ergebnis der Klage. Und da wäre es in der Tat ein erfreuliches Ergebnis gewesen, wenn wir rückwirkend und bis 2019 um 1 Milliarde entlastet worden wären. Ich habe aber vom bestehenden Vertrag gesprochen und nicht von der Zukunft. Herr Ministerpräsident, Sie haben gesagt, man kann nicht mit dem Kopf durch den Bundesrat. Nachdem ich in meinem politischen Leben noch nie aktiv im Bundesrat war, kann ich das nicht beurteilen. Aber ich lege die Messlatten an Ihr Handeln an, die Ihre eigene Partei und Ihr eigener Finanzminister anlegt. Und wenn ich das tue, dann bin ich fair. Normalerweise müsste die Opposition ja noch einen drauflegen. Aber ich bin fair und orientiere mich an dem, was Staatsminister Söder gesagt hat. Der Herr Kollege Rindersbacher hat ihn zitiert. Wir zahlen doppelt so viel, wie eigentlich erforderlich und gerecht wäre. Ich habe das übrigens in meiner Haushaltsrede letzte Woche genau auch so zitiert. Auch ich bin der Meinung, wir sind um 100% über dem, was Bayern eigentlich fairerweise leisten müsste. Ja, und wenn der Finanzminister sagt, 2,7 Milliarden Euro zahlen wir zu viel, dann sind Sie genau 50% unter seinen Erwartungen geblieben. Und 50% ist gerade noch ausreichend, am Rande zu mangelhaft, wenn ich mal mit der Leidenschaft eines Schulpolitikers hier sprechen darf, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist schon die Messlatte, die Sie selber angelegt haben. Und im Übrigen, wenn man eine Klage erhebt und behauptet, dass die Geschäftsgrundlage für den Länderfinanzausgleich entfallen ist, dann muss man sich auch zumindest daran messen lassen, was die Rechtsprechung zu einem Wegfall der Geschäftsgrundlage sagt.
Da gibt es keine allgemeingültigen Prozentzahlen, aber ungefähr bei einem Verhältnis von 2/3 zu 1/3, also wenn man 1/3 zu viel leisten muss, dann kann man von einer Äquivalenzstörung sprechen. Also nehme ich das Drittel, 1,5,4 Milliarden durch 3, 1,8 Milliarden, wären also 1,8 Milliarden für einen Erfolg der Klage erforderlich gewesen. Und wenn Sie nur das heraushandeln, was damit der Länderfinanzausgleich nach Ihren Worten und in Ihrer Vorstellung gerade verfassungsmäßig ist, dann haben Sie nicht viel erreicht. Und deswegen meine ich, und das hatte ich vorhin angedeutet, 2 Milliarden, das wäre eine Messlatte gewesen, an der Sie sich hätten messen lassen müssen. Dann hätten wir Sie gelobt und hätten gesagt, jawohl, das war erfolgreich. Und liebe Kolleginnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage nochmals, diese 2 Milliarden, das wäre eine substanzielle Entlastung für unseren bayerischen Haushalt. Wir haben als Freie Wählerfraktion Ihre Klage vor dem Bundesverfassungsgericht unterstützt. Wir haben mit Ihnen diese Klage für sinnvoll gehalten. Und was kommt jetzt raus? Was ist das Ergebnis dieser Klage? Sie wird zurückgezogen und bis 2019 bleibt alles so, wie es ist. Und da muss ich sagen, Herr Kollege Kreuzer, wenn er sagt, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand, das mag ja sein. Aber schlechter hätte das Urteil des Bundesverfassungsgerichts definitiv nicht ausfallen können, weil bis 2019 wir genau das zahlen, was in der damaligen Verhandlung festgesetzt wurde, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt stellt sich die Frage, wo sind da bayerische Interessen vertreten? Dass Sie uns nicht falsch verstehen. Selbstverständlich sehen wir auch die Solidarität der Bundesländer. Ja, das ist richtig. Wir müssen als Bundesstaat natürlich auch innerhalb der Länder Solidarität üben. Aber wenn Sie dann die neuen Bundesländer so hervorheben, dann möchte ich schon einmal sagen, wer hat denn in den letzten 20 Jahren wie viel bekommen? Brandenburg 10 Milliarden. Mecklenburg-Vorpommern 8 Milliarden, Sachsen 19 Milliarden, Sachsen-Anhalt 11 Milliarden, Thüringen 11 Milliarden und Berlin 52 Milliarden. Und jetzt bitte setzen Sie nicht Berlin mit Mecklenburg-Vorpommern oder der Lausitz gleich. Und da wird es dann tatsächlich schräg. Übrigens, Bremen hat in diesem Zeitraum 9 Milliarden bekommen und Hamburg 5 Milliarden gezahlt. So viel zum Thema Stadtstaaten. Es geht auch anders, als es Berlin gemacht hat. Und deswegen unterstreiche ich durchaus Ihre Kritik daran, dass Berlin seine Haushalte nicht in Ordnung hat und dass Berlin über seine Verhältnisse lebt. Aber ist das durch den jetzigen Länderfinanzausgleich konterkariert? Ist jetzt ein anderer Weg vorgegeben? Der Kollege Rindersbacher zitierte zu Recht Bayern 106 Euro pro Einwohner, Berlin 142 Euro pro Einwohner und Mecklenburg-Vorpommern 219 Euro pro Kopf. Bei Mecklenburg-Vorpommern zahlen wir gerne, weil es klar ist, dass dieses Land strukturell benachteiligt ist und Schwierigkeiten hat. Wir können auch in die Lausitz gehen, wir können in viele Teile der neuen Bundesländer gehen, aber ausgerechnet Berlin. Und das können wir so nicht akzeptieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, stellen Sie sich vor, in Bayern würde ein Ausgleich so funktionieren, dass die Regionen, die Regierungsbezirke, die Landeshauptstadt München alimentieren.
da würde jeder von uns zu Recht mit dem Kopf schütteln und sagen, nein, so geht es nicht. Eine Metropole wie Berlin muss aus eigener Kraft selbstständig lebensfähig sein. Eine Metropole wie Berlin muss auf die Regionen ausstrahlen. Im Gegenteil, eigentlich müsste man erwarten, dass Berlin so stark ist, dass es benachteiligte Regionen mitnimmt und nicht umgekehrt. Und deswegen sagen wir, auch an diesem Punkt ist das, was hier als Verhandlungsergebnis auf dem Tisch liegt, ist unbefriedigend. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Solidarität ist wichtig, auch im eigenen Interesse. Aber wir müssen auch darauf achten, dass bayerische Interessen vertreten werden und dass die Stärke Bayerns auch angemessen abgebildet wird. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis neue Tränen über den Länderfinanzausgleich vergossen werden, und zwar insbesondere von Seiten der CSU. Sie haben eine hervorragende PR-Abteilung. Ich hatte das neulich schon gesagt. Sie lassen sich für ein Ergebnis feiern, was Sie dann Jahre später in Bausch und Bogen verdammen. Und ich bin gespannt, wie lange es diesmal dauert, bis die ersten Klagen über den ungerechten und rechtswidrigen Länderfinanzausgleich kommen. Ich bin gespannt, ob Sie, Herr Ministerpräsident, oder ein Nachfolger dann eine weitere Klage beim Bundesverfassungsgericht einreichen. Nun, wenn man davon ausgeht, dass das nur alle 15 Jahre passiert, dann werden Sie es wahrscheinlich nicht mehr sein, diese Prognose. Aber selbst da heben Sie den Finger. Der Finanzminister wendet sich gerade ab mit Grausen, wenn ich diese Geste hier so deuten kann. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Länderfinanzausgleich ist etwas, was wir für einen langen Zeitraum verhandeln, nicht nur für ein paar Jahre. Und da muss einfach für Bayern mehr herauskommen. Wie sagte Edmund Stoiber, der 23. Juni 2001 wird sicherlich ein bestimmendes Datum in der Geschichte des deutschen Föderalismus sein. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, er hat noch etwas gesagt, was in die heutige Debatte auch passt. Er sagte, ab 2006, sagte er in Richtung Finanzminister Eichel, solle doch der Soli abgebaut werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kommt Ihnen das nicht bekannt vor? Alle 10 Jahre wieder, the same procedure as every year. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, und dann kommt noch so klammheimlich in den Länderfinanzausgleich etwas hinein, was da eigentlich gar nicht hingehört. Da kommt plötzlich die Vorbereitung der Autobahnprivatisierung, die Verlagerung der Kompetenzen für den Fernstraßenbau auf den Bund. Und das, sagt man, das ist die Kröte, die man halt schlucken muss, weil gewisse Bundesländer nicht in der Lage sind, den Staatsstraßen, den Autobahnbau vernünftig zu handeln. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir in Bayern haben gut davon profitiert, dass andere ihre Mittel nicht abgerufen haben. Über 100 Millionen Euro jedes Jahr haben wir zusätzlich bekommen. Wir haben das im Haushaltsausschuss sogar beschlossen, dass wir das vorfinanzieren, damit wir auf jeden Fall mehr verbauen können, als uns eigentlich zusteht. Das wird der Vergangenheit angehören. Das heißt, was unsere Infrastruktur anbetrifft, fahren wir künftig schlechter. Das ist eine bittere Kröte, die wir hier schlucken müssen, die wir hier schlucken sollen. Ich kann nicht verstehen, warum wir uns das auch noch aufgelastet haben. Ich bin der Meinung, wir, gerade der Freistaat Bayern als ein Flächenland, muss doch darauf achten,
dass die Verkehrsinfrastruktur als ein wesentlicher Faktor auch der wirtschaftlichen Entwicklung, dass die Verkehrsinfrastruktur im besten Zustand ist, dass wir möglichst viel Geld vom Bund abgreifen, um es hier verbauen zu können. Das haben wir jetzt durch diesen Kompromiss leider aus der Hand gegeben. Auch das absolut unbefriedigend und kein schönes Ergebnis für den Freistaat Bayern. Ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, das Ergebnis bleibt deutlich hinter dem zurück, was Ihre Staatsregierung, was die CSU-Fraktion, was die Mehrheit hier in diesem Haus erwartet hat. Deswegen ist es kein Tag der Freude und sicher auch kein Anlass, sich auf die Schulter zu klopfen. Das hat nichts mit Nörgeln zu tun. Wir hätten die Klage gerne bis zum Ende weiterverfolgt, gemeinsam mit Ihnen. Und ich sagte es schon, mehr als nichts, kann hier nicht herauskommen. Enttäuschte Liebe, Kollege Halbleib, um Liebe geht es hier nicht. Es geht um die Interessen des Freistaats Bayern. Und die hat die Bayerische Staatsregierung und die CSU-Fraktion in dem Fall nicht optimal vertreten. Die Freien Wähler sind unzufrieden mit diesem Ergebnis. Vielen Dank.